Tomb of the Spider Queen! Yay! Ich möchte einen Helden spielen, den ich schon seit längerem nicht mehr gespielt habe. Und ich glaube, das wird die gute Valla sein. Oh, verdammt, Axt. Wir haben einen guten Jigglypuff. Den hatte ich ein paar privaten Matches schon dabei. Und das ist ein Spieler, der, sagen wir mal so, der gerne mal das Maul aufmacht. Und zwar richtig fett das Maul aufmacht. Den hatte ich heute schon mal. Der Deep Plus, den hatte ich eben gerade auch schon bei dem Spiel. Was spiele ich denn? Ich möchte wieder Valla spielen. Es ist Zeit. Der Xul. Diablo. Ich folge der Stimme Elise. Na gut, wenn er Diablo kann, dann ist das natürlich ein cooler Held, gerade mit Apokalypse. Mal gucken, ob sich das lohnt, mit Speerfeuer zu spielen. Die Macht wird mir gehören. Naja. Oh oh, na ja gut, die LTC haben wir schon. Okay, dann halt keinen Double Tank. Bereit für ein Abenteuer! Ja, das hatte ich nämlich eben gerade auch schon im Sinn eigentlich gehabt. Wir haben zu viele Ranges. Aber dann haben wir kein Wave Clear. Ich bin hier, um zu helfen. Naja, dann schauen wir mal. Ich habe ein wenig Angst. Gul'dan wird uns... Naja, das Spiel mit zwei Mages. Das könnte vielleicht unser Vorteil sein. Dass wir dafür noch Serato und Tyrann haben. Zwei Supporter. Wenn Wildfang nicht mit dem Schild bufft, was er denke ich mal macht, oder er geht auf Serato und versucht dann einen schnellen Kill gegen Gul'dan und Jaina hinzubekommen. Aber ich denke mal, es wird schwierig, gerade weil Xul auf der Map einfach so unglaublich stark ist wegen dem Wave Clear. Und wir haben halt fast gar keinen Wave Clear. Funke ich ihn halt so ein bisschen was, aber... Na gut, ich habe. Aber ich könnte auf AOE gehen und dadurch auf Wave Clear, aber... Schwierig. So, ich glaube aber, dass ich...
Okay, die versuchen mich da ins Spiel zu bringen, auf Angriffsgeschwindigkeit gehen werde, so gut es geht. Haben die irgendwas dagegen? Nicht wirklich. Moradin vielleicht später. Mal gucken, worauf Moradin geht. Oh fuck, es wäre bitter, wenn der jetzt da spät. Kämpft an meiner Seite! Hier nachklären. Gegen Valar. Eieieiei. Das ist natürlich bitter. Hätte ich vielleicht noch warten sollen. Mist. Euer Schicksal ist besiegelt. Gehen wir. Haben die Stun? Es geht eigentlich. Gehen wir. Euer Schicksal ist besiegelt. Der Pfad führt hier lang. Ich muss aufpassen, dass Jaina da nicht um die Ecke kommt. Haben wir da noch einen, der da in der Mitte steht? Der Johanna. Spürt meinen Hass. Naja, macht doch schon ganz clever. Er versucht immer. Ich habe meine Worte gefunden. Das war alles. Schön gemacht von Diablo. Was ihr nicht wisst, ist, dass ich jetzt hier schon das dritte Mal versuche aufzunehmen. Nicht, weil es irgendwie Scheißspiele waren, sondern weil die vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Also wirklich, oh, die spielt auf Range. Oh, das ist bitter. Euer Schicksal ist besiegelt. Das ist bitter und war zu breeding. Keine Gnade für die Elenden. Ich fühle mich gestärkt. Also macht das sehr, sehr clever. Der gute Muradin versucht halt immer Donner. Wer ist das? Müssen wir vergessen. Euer Schicksal ist besiegelt. Warum denn zum Rückzug? Was willst du denn von mir? What the fuck? Eine hervorragende Wahl. Natürlich auf Manticore spielen. Wir haben nicht genug, die haben auch nicht genug. Wie ihr wünscht. Keine Gnade für die Elenden. Keine Gnade für die Elenden. Okay, Jaina spielt auf Range. Also da ein bisschen aufpassen. Dass ich da nicht. Lautlos. Getroffen werde. Spürt meinen Hass. Okay, der spielt komplett auf. Wollen wir mal gleich gucken, worauf der Gul'dan spielt. Niemand darf überleben. Ich fühle mich gestärkt. Ich breche auf. Danke. Ich hab schon gemacht. Wollt ihr noch mehr? Eure Furcht verrät euch. Schnell und lautlos. Oh, ich penne Ruhe. Blute Abschaum. Okay. Das war schlecht von uns. Stehlt euch. Der Pfad führt hier lang. Die Netzweber werden über euch herfallen.
Oh Mann, muss diesen fucking Gul'dan bekommen. Ich habe meine Beute gefunden. Das ist eine richtig miese Kombo. Ich habe meine Beute gefunden. Die haben. Ich ziehe mich zurück, um später erneut anzugreifen. Ich gehe mal hoch, gucken wir mal, was da so abgeht. In Ordnung. Kommt die blöde Jaina. Und der Brunnen gleich mal erledigt. Mann, ey, geht der mal auf die Eier. Der blöde Gul'dan. Gut gemacht, Heiler. Ich muss mich zurückziehen. Ein hervorragendes Manöver. Nice, das war super gut. Euer Schicksal ist besiegelt. Okay, das war nicht so gut. Zerstört ihre Konstrukte. Holt ihr die Juwelen der Macht zurück. Zeigt keine Gnade. Der Knut führt hier lang. Das haben wir richtig gut gemacht. Na, daneben. Die haben schon krassen Damage, also ich brauche unbedingt Level 10. Rückzug ist kein Zeichen der Schwäche, sondern Strategie. Ich fühle mich gestärkt. Schnell und lautlos. Gemacht, Heiler. Wie ihr wünscht. Ich muss jetzt wegfliegen. Ich komme später wieder. Niemand darf überleben. Oh Gott. Oh, da habe ich aber echt Schwein gehabt gerade. Oh no. Der Pfad führt hier lang. Niemand darf überleben. Schafft sie nicht mehr, oder? Ich habe meine Beute gefunden. Euer Schicksal ist. No! Oh. Das ist eine Engpassage, wenn ich da jetzt mit meinem Multi reingehe. Das war so imbar. Das war ein leichtes. Nice. Blute abschauen. Gut gemacht, Heiler. Ich fühle mich gestärkt. Ihr habt euer Versprechen erfüllt. Dieser Verlust wird sie schmerzen. Schnell und lautlos. Oh, fucking Hyperlin. Oh Gott, ich hab halt kein Mana mehr, ganz hier weg. Ich sollte den Rückzug antreten. Hier lang. Das
vor, da sollten wir zusammen angreifen. Weiß jetzt nicht genau, was er meint. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, was gerade passiert ist. Wir sind schon wieder ein Level hinten. Das ist ein bisschen bitter für uns. Niemand darf überleben. Was haben wir denn? Wir haben überhaupt nichts. Und die haben eine ganze Menge. Wir müssen eigentlich den Xul töten. Tötet den glücklichen Xul. Weg. Was hat der Funke hier erwischt? Wie schade. Langsam hat es mir fast Spaß gemacht. Perfekt. Ist süß. Also jetzt haben wir es zumindest wieder ausgeglichen. Eure Furcht verrät euch. Ein kluger Schachzug. Gott, was kommt denn hier alles an? The fuck? Power File, okay. Ich habe meine Beute gefunden. Ein kluger Schachzug. Ich ziehe mich zurück, um später erneut anzugreifen. Hier lang. Ich habe meine Beute gefunden. Ich gehe mal zurück, gehe mal zum Brunnen. Serratul, das ist blöd. Der ich breche auf. Ich muss mich zurückziehen. Blute abschauen. Keine Gnade für die Elenden. In Ordnung. Oh, das ist bitter. Diablo ist aber gleich wieder da. Feuer. Der Pfad führt hier lang. Juwelen, ich spüre ihre Macht. Kommt, meine Kinder.
Kinder. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr taktisches Spiel bisher. Also müssen wirklich aufpassen. Den Xul müssen wir immer in die Teamfights mit reinzwingen. Wenn wir das nicht tun, dann überrennt ihr uns hier einfach. Ich benötige Beistand. Gut gemacht, Heiler. Gute Abschaum. Nice. No! Ich fühle mich gestärkt. Ich breche auf. Ich muss mich zurückziehen. Geh weg! Das lugt. Oh, um Gottes Willen. Das war doof. Das war doof von Tyranne. Warum Chase sie da einfach hinterher? Weiß es nicht. Die Jagd geht weiter. Niemand darf überleben. Es ist vorbei. Ich fühle mich gestärkt. Hier lang. Euer Schicksal ist besiegelt. Na, noch einmal ein bisschen EP-Vorsprung. Aber nichts geschafft, ne? Juwelen. Bringt sie zu den Altaren. Bringt schnell und lautlos. Wir müssen dem Team die Zelle ein Ende setzen. Oh nein! Oh Gott! Ja, jetzt bin ich tot. Das ist das, was ich so hasse. Wenn das Horrorfall wirklich mal so ätzend wird. Ja, die haben uns da gecatcht. Oh nein, der überlebt sogar. Das ist natürlich bitter für uns. Hey Jungs. Oh, oder? Nee, den kriegst du nicht. Oh, ist das gut. Nice Trap. Kann man nicht anders sagen. Müssen wir abgehen. Ich breche auf. Man darf überleben. Oh. Boah, ruckelt das! Boah, krass, wie das rumruckelt hier. Der Pfad führt hier lang. Kann er das nicht abbrechen? Bitte Abschaum. Normalerweise kann es doch abbrechen, meine ich. Ja gut, jetzt sind zwei Forts weg jetzt. Ich glaube, das Spiel haben wir jetzt verloren. Es leckt auch wie Sau schon wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Also mal spielt es echt flüssig, aber dann mal wieder leckt es ohne Sau, ohne Sinn und Verstand. Puh, na gut, dann komme ich tatsächlich nicht vorbei. Das Spiel hat sich erledigt. Habe zu viele Fehler gemacht.
Der Pfad führt hier lang. Keine Gnade für die Elenden. Hier lang. Ich habe meine Beute gefunden. Ich breche auf. Ja, jetzt sieht's echt schon bitter aus für uns. Furcht verrät euch. Die Jagd geht weiter. Knie nieder vor den Herrn des Schreckens. Wir hätten vielleicht noch eine Chance, wenn wir jetzt Pain, aber ja, jetzt Pain die. Ja, okay, das war's. Das können wir kaum noch verteidigen, die Sache. Ich habe meine Beute gefunden. Ja, es war ein bisschen sehr unglücklich. Ich bin der Meinung, kann man die Bubble abbrechen? Dann müsste doch eigentlich abbrechen, oder? Kann man die Bubble abbrechen? Weiß es nicht. Schön vorbeigehämmert das Ding. Gut gemacht, Heiler. Nein, der überlebt wieder, das gibt's doch nicht mehr. Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Ja, das meine ich halt, ne? Mit Horrorfy. Wenn ich Gul'dan spiele mit Horrorfy, dann laufen die Leute immer genau in die entgegengesetzte Richtung und bei dem laufe ich immer genau hier rein, ey. Wahnsinn. Ah, ich habe versucht, was ging. Schade. Ah, war doch mal wieder eine Niederlage eingeholt. Naja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. War wieder Baller gespielt, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht mehr, obwohl die hatten viel zu viel, obwohl Horrorfy. Boah, war schwierig, ja, es war schon schwierig. Diablo ist ein bisschen oft draufgegangen, sehr, sehr oft eigentlich. Es ist ein bisschen doof gelaufen, dass Diablo die Apokalypse ein bisschen zu früh gezündet hat, als er in der Bubble drin war. Ich glaube, darum ging es die ganze Zeit. Ansonsten, ja. Hätte man das Spiel durchaus auch gewinnen können. Habe ich ein bisschen zu wenig Focus-Damage meinerseits, aber ich bin heute auch echt schwer an Gul'dan rangekommen. Und wenn ich dann mal dran gewesen bin, dann gab es dann halt gleich entweder den Lebenssauger oder eben die Teufelsflamme ins Gesicht. Und bei Jaina, das lief eigentlich ganz gut. Ich habe den Ulti jetzt relativ oft verkackt. Ich glaube, ich habe den Ulti nicht ein einziges Mal abbekommen. Wir hatten echt gutes Early-Game und danach hat es dann echt stark nachgelassen. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!